Ja, hallo liebe Tennisfreunde, ihr seht mich hier am Platz beim Aufwärmen, beim Einspielen mit der Isospeed Pulse for Players Only. Speed und Spin, also was da alles für Zusatznamen dabei sind, kann man sich gar nicht merken. Die Seite kommt in 1,20 und ist olivgrün gehalten, also ein netter Farbton für die mediterranen Freunde. Wenn der Schläger mal auf einem bedeckten Esstisch liegt mit Schafskäse, Oliven und Weinblättern, alles Mögliche dabei, da passt auch diese Seite sehr gut dazu. Während ich mich hier einschlage, sehen Sie mich in Adidas Barricade Modell 2009. Mit weißen, markenlosen Socken und einer Fred Perry Tennis Short in weiß gehalten, die Wimbledon Edition. Das Shirt ist ebenfalls ein markenloses Leibchen, man muss nicht immer protzen mit irgendwelchen Kommerzprodukten wie Nike oder Adidas. Und der Schläger ist selbstverständlich der altbekannte Microgel Prestige Pro von Head. Die Pulsseite ist bespannt in 26-25. Für diese Seite relativ hart. Also man spürt das schon beim Spielen. Ich war teilweise ein bisschen überfordert mit den Schlägen, wenn es ganz schnell ging. Da lobe ich mir doch die Hex, die doch ein wenig mehr verzeiht, was die Schläge betrifft, wenn man ein bisschen zu spät kommt. Aber trotzdem zeigt die Seite sehr viel Stabilität. Man kann gut Spin spielen mit ihr, wenn man aber mehr Spin, also wenn man eigentlich ein bisschen den Griff verändert. Nur einfach klappen und glauben, man bringt locker Spin zusammen, das geht nicht. Also man muss da schon wirklich ein bisschen die Griffhaltung ändern. Ja, die Rückhand geht wie immer sehr stabil, aber auch die Rückhand mit viel Eigenkraft. Naja, in 4 Stunden Spielzeit hat sich vom Gewicht nicht sehr viel verändert. Die Seite ist nach wie vor recht hart, aber auch ihre Knackigkeit, die ist vorhanden. Wir kommen dann gleich zum Match selbst, da werde ich dann den Kommentar natürlich einstellen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier bei den Matchclips gegen den jungen David. Thank you.
So, liebe Forumsmitglieder, nach einem Satz, den ich erfolgreich gestalten konnte, muss ich kurz jetzt ein Feedback oder eine Kritik abgeben zur Pulse. ISO Speed Pulse for Players Only 1.20 ist jetzt einigermaßen weich gespielt, 4 Stunden. Sehr stabile Seite nach diesen doch 2-3 Matches, die ich jetzt gespielt habe damit. Doch auch etwas verspüre ich im Arm. Man muss sehr viel auch mit Eigenkraft machen. Kann sein, dass der Schläger ein bisschen zu hart bespannt wurde mit 26, 25. Man muss wirklich etwas tun, dass man quasi ja, die Seite zum Pulsieren bringt, wenn man das so formulieren möchte. Slice bin ich nicht ganz zufrieden, der versumpert ein bisschen. Der Service mit viel Eigenpower geht wahnsinnig gut. Wolle ist eigentlich auch stabil. Ja, also der große Vorteil dieser Seite ist, es verändert sich wirklich in der Stabilität gar nichts. Sie bleibt stabil und man muss auch dazu sagen, Seitenverrutschen hält sich in Grenzen. Ein bisschen was muss man manchmal machen. Ja, schauen wir mal, wie es im zweiten Satz jetzt weitergeht. So, das Game hat jetzt gezeigt, mein Gegner will Druck machen, ich muss dagegen halten, es kostet Kraft. Die Pulse ist eine Seite, die aber mit der Bank der Stabilität auch eine sehr gute Defensivarbeit leistet. Muss ich sagen, heute eine harte Partie, 6-4-3-2. Pulse, man muss was tun, es bleibt nichts und sonst auch mit sehr viel Eigenspin probieren, sonst verhungern die Bälle. So, ich bin jetzt hier mit dem Trainingspartner David Schützhofer aus Wimpassing. David, kannst du uns ein bisschen was zu deinem Equipment sagen? Also ich bin Fischer, Magnetic Speed, MPro Number 1, 630 Schlagfläche, die Luxilon Alu Power mit ca. 26-25 Kilogramm. Und hast du damit Probleme im Arm jetzt oder bist du mit der Seite vollauf zufrieden? Also ich muss sagen, ich bin vollauf zufrieden, nur wenn es dann nach draußen geht, halt es mir nicht so lang. Okay, danke dir und bis zum nächsten Mal. Ja. Okay.